Hab Dank. Erinnert mich daran, dass wir irgendwann mal deren Erlaubnisse kontrollieren müssen. Mit Feuer? Vielleicht haben sie ihre Scharniere in Ordnung, wer weiß. Ah, hier, Prahe. Und? Klopf, klopf, klopf. Ja, wenn ihr eintretet, könnt ihr einen sehr alten Mann erkennen, der gerade vor einem, ja, es sieht wohl aus wie ein großer, langer Apparat, der in Richtung eines großen Fensters am Himmel gerichtet ist, also womit man dann wohl das Priuslicht erblicken könnte. Er wird wohl eher abends reingucken. Euch sind diese Geräte bekannt, wisst nicht genau, wie sie heißen, aber ja. Er sitzt davor und malt wohl gerade, ohne aufzublicken, in einer Zeichnung. Auch auf die Zeichnung guckt er gar nicht. Er schaut in diesen langen Stab hinein und zeichnet mit seiner Hand währenddessen. Erstmal gut vernehmlich hinter mir die Tür ins Schloss fallen. Ja, ich habe euch gehört. Kommt rein. Was wollt ihr? Ihr Guckt seid immer noch Tyros nicht auf. Prahe? Tyros Prahe, das ist korrekt. Wohlgelehrter Herr, Doktore, Alchemist, Mineraloge, Zwergenkundler, Expeditionsleiter, Sternenkundler, Buchautor. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Wenn ihr alle angreifen Mund, das ist meine Begleitung, mein Gestra von Spogelsen. Wir Jetzt sind blickt er hier tatsächlich bezüglich. mal auf, reibt sich einmal seine Augen, könnt auch sehen, dass es wohl ein bisschen gerötet ist, und hat da so einen Abdruck. Ja, Bandstrahler. Und ein Pfeil des Lichts, interessant. Wie kann ich euch helfen? Wir sind hier wegen Dexter Nimrod. Warte mal seine Reaktion ab. Kneift seine Augen ein bisschen zusammen. Ja, den kenne ich. Ihr habt ein wenig Arbeit für ihn gemacht vor vielen Jahren. Das mag sein, ich habe Arbeit für viele Menschen gemacht und unter anderem auch ihn. Wir brauchen den zweiten Teil eures Werkes. Welchen Werkes? Und bestarre jetzt Angesicht. Jetzt wirkt er tatsächlich sehr überrascht. Die Akten sind unter Verschluss. Mich schämen die Der Akten nicht. Großinquisitor, zumindest war er damals noch Großinquisitor, hat erwürgt, dass ich darüber nicht sprechen darf. Ihr sollt auch nicht darüber sprechen. Auch nicht vor einem Bandstrahler. Immerhin war er damals Großinquisitor und damals euch überstellt. Was seid ihr? Fähnrich, so. Dann solltet ihr vielleicht zurück an eure Schule gehen. Ihr sollt nicht darüber sprechen, ihr sollt uns nur sagen, wo wir es herkriegen. Ich darf darüber nicht sprechen. Kommt wieder, wenn ihr Großinquisitor seid und diesen Erlass aufhebt. An welchem Gericht, wurde der Prozess geführt? Oben im Schlossviertel. Falls ihr die Akten einsehen wollt, auch diese sind natürlich unter Verschluss. Da ihr sicherlich wisst, worum es geht, diesen Rotkappenwillenstrunk habe ich nur einmal gekocht. Die Galotta-Akten sind allesamt versiegelt und verschlossen. Wenn sie so versiegelt und verschlossen sind, dass sie uns nichts angehen, woher wissen wir dann davon? Frag mich Das das ist mal. allerdings eine Frage, die mich auch wundert. Warum kommt ihr jetzt damit zu mir? Weil wir eure Arbeit, die Früchte eurer Arbeit brauchen. Die Früchte meiner Arbeit brauchen. Ich habe natürlich auch die zweite Komponente damals gebraut. Allerdings sollte sie abgelaufen sein, meines Wissens vor 3 Jahren. 20 Jahre Haltbarkeit. Ja, sie sollten vor 2 oder vor 3 Jahren sollten sie abgelaufen sein. Das habe ich allerdings auch Nimrod gesagt. Aber ihr kennt die Rezeptur, ja? Selbstverständlich. Und ihr könntet, unter der Annahme, dass ihr wieder wirken dürftet, ein solches Werk wiederholen. Nein. Nein? Jetzt fragt ihr sicherlich, wieso.
Der Rotkappen-Willenstrunk benötigt Haare von Gaius Cordovan Eslam Galotta. Und wie ihr sicherlich wisst, wurden ihm die Haare geschoren. Bei allen Zwölfen verflucht noch eins. Kopfhaare oder generell Haare? Na, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin kein Meistermagier, aber so wie eure Haare sind kurz geschoren, aber auch ihr solltet wohl wissen, was Zauberhaar alles vermögt. Dass sie Geheimnisse des wahren Namens offenbaren. Ja, lassen wir das. Also, und ihr seid euch sicher, das Mittel ist abgelaufen? Das Mittel lag in... Ich habe 6 Ampullen beigelegt, 6 Stück, und allesamt müssten seit 3 Jahren abgelaufen sein. Ja, nach 20 Jahren hat es mich schon etwas Aufwand gekostet, diese herzustellen. Ich habe unzählige von Raunen beigefügt, einige haben sogar gelebt. Egal. Und ihr wollt mir wirklich versichern, dass ihr nicht 102 von Galottas Haaren in eure eigene Tasche gesteckt habt. Nur so für den Fall. In meine eigenen... Warum sollte ich so etwas tun? Ich habe natürlich noch ein paar andere Tränke gebraut für... Er geht einmal kurz zu seiner Karte, schreibt einen Namen auf, schreibt einen zweiten und einen dritten Namen auf, reißt ihn dann von seiner Karte ab und faltet ihn einmal zusammen und lässt ihn dann auf den Tisch liegen. Ich darf darüber nicht sprechen. Und sprechen müsst ihr wohl auch nicht. Ich nehme mal die Zettel. Ich lug dir über die Schulter. Virilis Aibon, Rakala von Horsenrabenmund, Melvin Störrebrand. Nun gut. Und aber in seiner Allwissenheit hat mich natürlich der Großinquisitor der Giftmischerei verdächtigt und mich angeklagt. Nun, zu seiner Verteidigung, ihr habt Gift gemischt. Bevor ich mich vergesse, solltet ihr aus meinem Turm verschwinden. Ich werde natürlich noch mit dem wohlweislichen Pfeil des Lichts weitersprechen, aber euch habe ich nichts weiter zu sagen. Kommt wieder, auch, wenn ihr Großinquisitor seid. Geht er daher? Gut, ich... Also. Dann ziehe mich dann aus dem Raum. Ich hoffe, ihr wisst euch zu benehmen. Verzeiht, dass... den preisgefälligen Eifer meines Begleiters. Es ist nicht immer einfach. Preios hat in diesen Mauern wenig Macht, wenn ich das so sagen darf. Hier wird Hesinde hochgehalten. Diesen Eindruck hatte ich durchaus. Fällt euch noch etwas Nützliches ein? Etwas Wertvolles? Ich habe noch eine Studie beigefügt. Der Trank sollte weiterhin trotz seines Paktes und trotz des Splitters wirksam bleiben. Allerdings bezweifle ich, dass man einem so paranoiden Menschen, er setzt das in Anführungsstriche, noch einen Trank anflößen kann. Ich glaube, das ist ein totes Ende. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Bitte, sprecht weiter. Ich kann euch natürlich die Möglichkeit eines Trankes, also die Rezeptur, geben. Aber ohne die Haare werdet ihr mit Bestariets Angesicht wenig Erfolg haben. Ja, eventuell müsste man da noch einmal... schauen, ob es vielleicht in irgendwelchen Archiven noch etwas gibt dazu. Aber allein schon die Rezeptur wäre wahrscheinlich interessant, wie auch weitere Applikationsmöglichkeiten. Wirkt es nur als Trank oder auch in anderen Formen, zum Beispiel über Hautkontakt?
Man könnte natürlich mit guten alchemistischen Fähigkeiten so etwas weiterentwickeln. Das wäre möglich. Aber meines Wissens sollte sie eingeflößt werden. Als Nemrod mir den Auftrag gab, war er noch Hofmagier und angesehen. Allerdings misstraute er eben damals schon. Und auch die erste Komponente dieses Giftes hat er getrunken. Ich denke, dass er mit der Zeit viel zu paranoid geworden ist, um noch einmal einen unbekannten Trank anzunehmen. Nun ja, vor allem weil man nun auf dieses Zwei-Komponenten-Gift auch komplett verzichten könnte, wenn ihr ihn dazu bringen könnt, eine unbekannte Flüssigkeit zu trinken, dann könnt ihr da auch den Purpurblitz reinmischen. Sehr richtig. Ich glaube also, wie gesagt, es ist ein totes Ende. Er mag weit geplant haben und selbst wenn ihr vor 3 Jahren zu mir gekommen wärt, um ihm in Yol'Gurmak selbst dieses Getränk einzuflößen, selbst dann, wie gesagt, er ist zu paranoid. Warum sollte er etwas von euch trinken? Ihr müsst also, falls ihr ihn in Zukunft aufhalten könntet, anders töten, besiegen. Verstehe. Na gut. Habt herzlichen Dank für eure Hilfe. Wenn euch noch etwas einfällt, bitte lasst es uns wissen. Ich konnte herauslesen, dass ihr auch natürlich ein Interesse daran habt, diesen Wahnsinnigen zu stoppen. Für ein paar weitere Zugeständnisse fiele mir vielleicht etwas ein. Tatsächlich, was wären denn diese Zugeständnisse? Ein eigenes Labor in der Stadt. Ihr habt doch einen Bannstrahler. Beschlagnahmt einfach eines der anderen Alchemielabore und sperrt den Besitzer ein, so wie er es sonst auch immer macht. Am besten mit einem Türmchen, damit ich nicht von dem Licht der Pechfackeln gestört werde, die mir dann irgendetwas vernebeln. Hier in Eschenrod lässt es sich sehr schlecht studieren. Einen großen Turm, vielleicht 2 Geschosse oder 3. Wenn ihr mir das besorgt habt, fiele mir vielleicht etwas ein. Selbstverständlich mit einer Forschungslizenz. Selbstverständlich. Ich werde mich einmal umhören. Wir sind dann mit euch. Und mit euch. Ja, damit verlasse ich das Turmzimmer. Ja, und auch Kiaras, Ömer und Rafim haben. Ja, wollt ihr jetzt zu den Söldnern oder wollt ihr zum Speicherhaus? Zunächst zu den Söldnern. Zu den Söldnern. Okay, dann erst zu den Söldnern. Ah, Rafim, mein feuriger Freund. Schön, dass ihr hier seid. Ja, man braucht überraschend oft Söldner in Garret. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, Und am schon wieder. besten. Natürlich, natürlich. Wir kommen ja nur zu den Besten. Ah, die habt ihr hier versammelt. Also, wie kann ich euch helfen? Okay, wir brauchen 50 Mann für 2 Silber am Tag für einen Monat. Wie Kennt sollt ihr ihr da bekommen? Leute? Ja, selbstverständlich. Wir haben einige Banner hier, aber 50 Mann, wahrscheinlich ohne einen Korgeweihten, sondern einfach nur ein einfacher Anführer. Naja, der Chorgewalt ist uns leider nicht geldlich drin. Ja, die sollt ihr bekommen. Wie gesagt, ihr habt noch die 4 Banner. Ich glaube, sie haben einen Ruf bekommen nach Romilis oder nach Rancara Leritena. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber wenn ihr sie schnell abwerbt, dann wäre das natürlich möglich. Das wäre zwar schön, aber wir können sie uns leider nicht leisten. Wir bräuchten die Männer. Wann gehen wir los, Kiaras? Frühestens morgen, spätestens in 3 Tagen. Wird auch eine relative Wanderschaft, darauf sollten die sich einstellen. Ja, solange sie bezahlt werden, werden sie euch selbstverständlich folgen und ja, die Wanderschaft gehört zu einem Söldnerleben dazu. Sehr gut, sehr gut. Wenn ihr sie braucht, wir werden
Zumindest die nächsten, ich glaube, die nächsten 5 Tage werden die Banner noch hier bleiben. Und es kann sein, dass wir noch ein paar andere zu Besuch kriegen, aber auch die werden weiterziehen. Zumindest haben sie sich angekündigt mit einem Bottenreiter. Aus Punin und aus Briklo kommen noch ein paar. Aber wie gesagt, der Ruf hat uns ereilt. Romilis Rangara Liritena. Krieg steht bevor. Endlich. Naja, wem sage ich das? Dann wünsche ich euch viel Glück in euren Schlachten. Ich hoffe, ihr zieht aus, oder? Ja, selbstverständlich. Ich bin zwar die Hauptfrau hier vom Gareta Tempel, aber wenn wir tatsächlich Krieg im Haus haben, hier im Mittelreich vor den Toren der Stadt, dann werde auch ich mir mein Geld wieder blutig verdienen. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht sieht man sich hier auf dem Schlachtfeld. Also, solange ihr auf der richtigen Seite steht. Das wollte ich euch auch gerade sagen. Keine Sorge, wenn ihr irgendwann unter die Untoten geht, dann werde auch ich euch mit Freuden zu eurem Herrn Boron schicken. Das freut mich, danke. Dieses Versprechen mache ich euch, mein Freund. Zwinkert sie dir zu, liebvoll. Danke, sehr nett. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Immer, auf ihm? Gerard, meine ich. Ja, seid ganz verwirrt, mein Freund. Ja, seht es mir nach. Zu lange in dieser Stadt. Sie macht mich fertig. Vielleicht etwas zu viel Boronwein. Ja, vielleicht zu wenig. Nein. Man sollte es sich nicht zu oft gönnen. Ja, gut. Mehr wollte ich gar nicht. Das war's eigentlich schon. Vielen Dank. Also gut, dann bis heute Abend oder so. Bestimmt. So, das mit den Söldnern. Klappte gut. Jetzt müssen wir nur noch Nahrung kaufen. Habelmier? Ja. Nächste Chance? Ich würde zurück zu Frau Potts gehen. Also warten auf die anderen nicht auf, ohne Übung. Auf jeden Fall, ich gehe da nicht alleine hoch. Na, vielleicht verkaufen sie dir wieder ein Pferd. Bestimmt. Ah, kann schon gefährlich werden. Oder verkaufen mich. Ja, das kann auch sein. Gut, dann wartest du auf Ömer. Dann machen wir weiter mit Isarun und Jalan. Nun, das war sehr aufschlussreich. Denkt ihr, wir sollten... Was hat er eigentlich noch erzählt? Er hält das Ganze für ein totes Ende. Wegen der abgelaufenen Haltbarkeit und der Ungewissheit, ob man noch an Haare von Galotta kommt. Ich denke auch nicht, dass es das erste Mittel der Wahl sein sollte, aber aus demselben Grund, aus dem man immer 3 Messer im Gürtel hat, sollten wir uns alle Möglichkeiten offen halten. Eine weitere Schwierigkeit ist natürlich, dass es wirklich als Trank verabreicht werden sollte. Er stellte allerdings die Möglichkeit in Aussicht, dass es mit einer alchemistischen Weiterentwicklung vielleicht andere Applikationsmöglichkeiten noch geben könnte. Kennt ihr denn einen fähigen Alchemisten? Meine Akademie ist nicht gerade für Alchemie bekannt. Ich selber habe auch wenig Erfahrung damit. Möglicherweise gibt es jemanden, der zum Konvent angereist ist, der sich damit sehr gut auskennt. Ich denke, ach so, Herr Prahl stellte noch in Aussicht, dass er sich möglicherweise an weitere Details erinnern könnte, wenn man ihm ein eigenes Labor besorgen könnte. Und eine Forschungslizenz. Ah, wusste ich. Nun, muss das in Gareth sein? Er sprach davon, dass er das Schlossviertel bevorzuge. Nun, ich denke, wir sollten uns vielleicht mit einigen anderen Leuten unterhalten, die sich damit ebenfalls sehr gut auskennen. Einigen gewissen Magiern. Ja, mal schauen, wer schon alles angereist ist. Eventuell könnte man auch noch die Kollegen von der magischen Rüstung anhauen. Ich halte mal die Zettel hoch. Ich meinte eigentlich eher... Ach so. Ihr wisst schon, wen. Selbstverständlich sollten wir mit Magister Störrebrand reden. Er ist ein sehr fähiger Alchemist. Umso wie mit Magister Rakala. Sie kennt sich ja auch sicherlich gut aus. Ja, natürlich. Gerade dadurch, ja. Nun dann? Wir müssen mit ihnen sprechen.
Residenz. Zur Residenz als nächstes Ziel. Dann, ja, welche Residenz? Ich verwechsel die dauernd. Welche ist die, wo die Regierungsgeschäfte getätigt werden und welche ist die, wo gewohnt wird? Also normalerweise wohnen die in der neuen Residenz. Das ist südlich vom von der Stadt des Lichts. Aber du wirst weil Rakala von Horsen Raben und wahrscheinlich in der magischen Rüstung finden. So siehst du ja, spektabel ist nicht wahr? Korrekt. Und sie muss auch das Konvent ein bisschen planen. Dann würde ich sagen, erst zur alten Residenz. Wir fragen mal, wie es mit dem Sterobrand aussieht. Und wenn wir gesagt kriegen, der ist nicht da, der ist nicht zu sprechen oder einen Termin kriegen, dann können wir von da aus zur magischen Rüstung, das ist ja nicht weit. Ja, die wäre ja auf dem Weg jetzt von hier. Also, weißt du, wo wir sind? Steuerung F. Hier seid ihr gerade gewesen. Hier ist die magische Rüstung. Hier ist die alte Residenz. Ich habe sie mit der schweren Stab verwechselt. Dann erst zur Rüstung. Das sollte man nicht tun. Ich dachte, die wären nebeneinander, sorry. Gut, dann könnt ihr euch durchfragen und Ömer, Kiaras und Rafim erreichen, ja, das große Lagerhaus, was wohl, ja, deutlich viel Platz bietet. Der Mann muss wohl ziemlich reich sein. Bunsenhold. Ja, ihr habt euch, wie gesagt, durchgefragt, könnt dann bei der Stadtwache mal nachfragen und wenn ihr dann durch die großen Tore tretet, könnt ihr auch viele Säcke sehen, es dampft auch noch ein bisschen, also ein paar Staubkörner, die da in der Luft rumflirren und teilweise sich auch an euren Augen niederlassen, also ein bisschen Stechendes in den Augen und dann werdet ihr in so ein kleines Büro, Seitenbüro eingelassen, wo ihr dann auf Bunsenhold trefft. Ein ziemlich fetter, feister Händler, wie er im Buche steht, mit fetten Wurstfingern, kann kaum noch seine Feder halten. Er setzt sie dann wohl gerade wieder zurück in das Tintenfässchen, klappt da wohl eine Korrespondenz zu, klappt vorher, pustet nochmal kurz drüber. Oh, schön, dass ihr hier seid. Ich habe bereits von einem kleinen Botenjungen gehört, dass ihr wohl auf dem Weg seid. Kommt wohl direkt vom Bürgermeister. Schön, schön, schön. Setzt euch. Er hat euch direkt empfohlen. Ja, rückt so ein bisschen seinen Stuhl zurecht, ist aber auch gar nicht so schnell, noch bevor ihr euch dann irgendwie, noch bevor er aufgestanden ist, könntet ihr euch dann schon hinsetzen. Gibt euch dann seine schwieligen Wurstfinger. Also, ihr wollt Getreide zu einem guten Preis von mir kaufen, direkt aus der goldenen Au, ja? Was für ein Getreide, ein guter Herr? Gutes Getreide. Wie gesagt, direkt aus der goldenen Au, direkt von den Händlern, von den Bauern aus der Umgebung aufgekauft. Gutes Getreide. Aber welches Getreide? Hirse, Hafer, Dinkel, Gerste, Roggen, Weizen. Gerste, Weizen. Also Gerste. Das, was hier wächst. Okay. Weizen, ja. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz in Kriegszeiten, aber die Ernten in diesem Jahr waren schlecht. Wir haben leider viel in den Kammern verbrennen lassen müssen, weil sie aus unerfindlichen Gründen geschimmelt haben. Und dadurch muss ich leider, so leid es mir tut, das Doppelte verlangen. Ihr spracht von 200 Dukaten, ist das richtig? Oder zumindest steht es in diesem kleinen Briefchen hier. Das Doppelte. Das sind schlechte Nachrichten. Müssen wir doch leider viele Menschen ernähren für kurze Zeit, um zu verhindern, dass es noch viel schlimmer mit der Lage wird. Ja, ich habe schon gehört, dass die reichen Pfeffersäcke im Inneren der Stadt, die haben auch Backkontore und da nehmen sie noch mehr, habe ich gehört. Ich bin schon einer mit den niedrigsten Preisen. Vor allem ist es regionaler Hafer. Der kommt aus direkt von hier und die Bauern werden mit unseren Abgaben gut entlohnt. Damit fördert ihr natürlich den hiesigen Handel. Also ein Sack kostet, sagen wir. Der erste Preis, ich. Sagen der erste Preis, wir ich genannt habe. Ein Preis Hafer 6 Heller, 2 Silber, sagen wir 4 Silber für einen Sack Hafer.
Und damit komme ich euch schon entgegen. Wie gesagt, die Bauern sind sehr faul gewesen, die Ernten sind verdorben. Wenn ihr Gerste haben wollt, dann bekomme ich für einen Sack, das sind, ein Sack Gerste sind 15 Silber und wenn ich das dann verdopple bei der hiesigen Marktwirtschaft, 30 Silber, also 3 Dukaten. Und Hirse, da sind wir dann bei 9 Silbertalern, der normale Preis, und sagen wir 2 Dukaten für euch. Okay. Mit Hafer kommt ihr also sicherlich am günstigsten weg. Nun, den habt ihr aber mehr als doppelt so teuer gemacht. Das ist richtig. Ich dachte, ihr kommt mir ein bisschen entgegen und noch etwas für meinen eigenen Beutel. Nicht? Ich gucke ihn sehr streng an. Das ist ja schon echt eine Frechheit. Ich möchte mal auf Handeln würfeln, wie eigentlich so die Marktpreise sind. Also der Preis schwankt sehr stark sogar. Wenn er sagt, also wir nehmen jetzt einfach mal den Preis von einem Sack Hafer. Er sagte 2 Silber. Und davon das Doppelte sind 4 Silber. Das mag zwar richtig sein, das ist aber auch das obere Ende dieser Schwankung. Du kannst auch nur 6 Kupfer dafür bezahlen. Das ist dann das untere Ende. Er hat jetzt das obere Ende genommen und davon dann, Header. Er hat jetzt das obere Ende genommen und das obere Ende verdoppelt. Natürlich hat er das. Das ist Wucher. Das ist definitiv Wucher und... ich schaue dann sehr, sehr, sehr traurig und ein wenig resigniert. Ich fürchte, wir haben unsere Hoffnung zu hoch angesetzt. Nein, mit diesen Preisen, so gern ich euch auch entgegenkommen möchte und so dringend es auch nötig ist, werden wir leider nicht zu einem Geschäft kommen. Sagen wir, gut, für 200 Dukaten kann ich euch auch sicherlich... Wenn ihr etwas mehr abnehmt, das sind jetzt die normalen Preise für einen Sack, aber ihr bleibt dann ja nicht nur bei einem Sack, oder? Er holt mal so einen kleinen Rechenschieber aus seinem Schreibtisch hervor und fächert so ein bisschen die Murmeln und die Perlen auf eine Seite. Sagen wir 200 Dukaten und die rechnen wir, was wolltet ihr haben? Hafer, ja? Also rechnen wir 4 Dukaten für einen Sack, das sind 50 Säcke. Sagen wir, ich gebe euch 60 Säcke. Für 200 Dukaten gebe ich euch nicht 50, sondern ich gebe euch 60 Säcke.